Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror 3. Wir sind hier immer noch beim Leichenbestatter bei Dr. Herman unten drunter. Und wir müssen hier irgendwie rauskommen, weil wir sind ja hier eingesperrt worden. Und die Frage ist, wie machen wir das? Ich habe hier einen Knochen noch gemopst gehabt, ne? Und was ist das hier? Fitterloses Herd, okay. Und den Brief haben wir gefunden, wo wir wieder was bezüglich M erfahren haben. Und ich weiß nicht, war ich hier schon fertig? Kassettenspieler, hatte ich das schon? Ich glaube ja, ne? Das Kabel hängt da recht unmotiviert. Kabel. Muss ich was benutzen? Kabel. Nö, wir haben ja nichts zum Schneiden. Ein wunderbares Werkzeug. Oh. So klein. Und doch schneidet es Fleisch wie Butter. Na, Adrian, Darren, schieß mich tot. Okay, dann haben wir doch was zum Schneiden. Habe ich das übersehen beim letzten Mal? Das Kabel hängt da recht unmotiviert. So, dann nehmen wir mal das Skalpell und schnippeln unmotiviert dran rum. Gut, haben wir das. Jetzt habe ich ein paar Drähte. Ja. So, aber was machen wir denn jetzt? Damit kriegen wir ja... Ah, warte mal, wir kriegen gleich mit dem Skalpell das... Nö. Was ist eigentlich mit der Tür hier? Kein Türgriff, nur ein Schlüsselloch. Ich versuche es gar nicht erst. Ich habe gehört, wie Phil abgeschlossen hat. Nichts. Scheint wirklich kaputt zu sein. Aber steht unter Saft, oder was? Den können wir... Oh, wir können... Wo können wir den denn hier hin zeigen lassen? Kann es sein, dass wir den... Nö. Warum können wir den benutzen? Können wir das Ding hier aufmachen? Nee. Vielleicht, weil Strom dran ist, hier was... Oh. Wenn ich Kopierer reparieren kann, dann ist so eine Gegensprechanlage ein Kinderspiel. Ah. Na bitte, ich hab's doch gesagt. Jetzt kann ich theoretisch Phil runterlocken. Ah, wir müssen sowas vielleicht wie eine Falle bauen. Aber ich hätte trotzdem erstmal hier... Wozu brauchen wir vielleicht den Zollstock? Wir können das auch nochmal wieder benutzen hier. Ach so. Nö. 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 Komm hier. Warte mal. Muss ich vielleicht das Ding hoch machen? Und dann... Ich sollte die Leinwand zuerst runterziehen. Seltsam. Warum kann ich... Hä? Ach, hör auf. Ich ahne, glaube ich, was. Warte mal.
Wir machen hier, wir blenden ihn, wenn er unten reinkommt. Dann wird er geblendet. Liegt fast so gut in der Hand wie ein Baseballschläger. Okay, warte mal. Gucken wir mal. Okay, es kann losgehen. Verdammt, da habe ich wohl die Drähte falsch angeschlossen. Aber das sollte... Ich höre Schritte. Was soll die Scheiße? Mach das Licht aus! Warte. Komm her. Ja, es geht, es geht. Jawohl, guck doch mal, was das für ein Knochen ist. Besser hätte man Humra nicht schlagen können. Der ist erstmal ausgenockt. Aber das hier sollte ich besser an mich nehmen. Das Gewehr sollte da nicht rumliegen. Ja, jetzt ist meins. So, jetzt sind wir... die Schlüssel. Jetzt sind wir so halb gemeingefährlich. Warte mal, mit den Schlüsseln können wir vielleicht hier... Ralph, da müsste Ralph liegen, ne? Dieser Schlüssel passt. Ach so, hat er... Ach so, ist schon offen. Oh nein, das ist Ralph. Verdammt, was hat Phil mit ihm gemacht? Sein Gesicht, sein Oberkörper mit Schnitten übersät und... Was? Der Rest auch. Überall klebt getrocknetes Blut. Dieser miese Bastard, Phil. Dafür wird er bezahlen. Ralph? Ralph! Keine Chance. Ralph scheint mich nicht zu hören. Anscheinend wurde er mit irgendwas betäubt. Ich muss versuchen, ihn aufzuwecken. Ja, Riechsalz wäre super, aber... Ein leeres Fläschchen Riechsalz. Hier scheint es ja enormen Bedarf daran zu geben, Leute aus einer Ohnmacht zu wecken. Okay, dann gehe ich mal hoch hier. Oh, wie sieht's denn hier aus? Zersplittert. Kein Wunder bei Phils Visage. Seltsame Befestigung für ein Kabel. Sieht aus wie ein riesiges Hufeisen. Ja, ist bloß eine Halterung, ne? Da führt kein Weg hoch. Kein Wunder, dass Phils Gehirn aufgeweicht ist. Hier scheint es reinzuregnen. Auch wenn es schick aussieht. Ich wüsste momentan nicht, wozu ich ein Hirschgeweih brauchen könnte. Ja, keine Ahnung. Auch wenn es schick aussieht. Okay, das könnte man öfter benutzen. Jede Menge Gerümpel. Es liegen sogar ein paar original verpackte Videokassetten dabei. Oh, ich dachte Videospiele. Beschriftung. Hier steht Irgue. Der Rest ist leider nicht mehr lesbar. Okay. Morgio, ne? Also Totenbestatter. Flaschen. Toll, alles. Eine leere Plastikflasche. Ja. Irgendetwas sagt mir, dass ich die noch brauchen werde. Ach. Ist ein Adventure. Eine leere Plastikflasche. Da war mal stilles Wasser drin. Post-it. Oh, der ist aber mickrig, oder? Den hätte ich gar nicht für voll genommen da. Hier steht, wenn du Idiot mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim Reingehen wieder ein. Entweder das oder das. Oder Morgue allgemein. Gute Idee. Ich spiele hier Computerspiele, bis Phil wieder zu sich kommt und mich dann K.O. schlägt. Nein, ich sollte mich erst um die Dinge im Keller kümmern. Okay. Dann nehmen wir trotzdem eine Diskette mit. Eine Diskette? Was da wohl drauf ist? Was steht denn da drauf? Space... At Tech. Cool. Space Attack. Ach so. Das Spiel habe ich früher immer gespielt.
Disk 1 von 1. Könnten wir sogar spielen. Tja, abgeschlossen. Dafür haben wir doch hier einen Schlüsselbund. Ach du Heilige. Noch mehr Waffen. Eine Pistole, jede Menge Munition und Messer. Billige Messer. Die billigsten und hässlichsten weit und breit. Aber eine Schusswaffe könnte vielleicht nützlich für mich sein. Ich will ihn nicht steuern. Ich will ihn nicht. Was mache ich denn hier? Ja. Yeah. Habe ich den Verstand verloren? Ja. Ich kann doch nicht mit einer Pistole rumlaufen. Warum nicht? Was soll die Wehr? Ich will sie auch nicht hier lassen. Ich muss das Ding irgendwo entsorgen. Mit deinen Fingerabdrücken. Die Munition stecke ich auch ein. Mit den Fingerabdrücken drauf. Aber hier liegt noch mehr. Eine Halskette. Sieht wertvoll aus. Bestimmt geklaut. Die nehme ich mit als Entschädigung für die ganze Scheiße hier. Phil wird es verschmerzen können. Als ob es seine wäre. Phils Pistole. Sie ist schwarz und man kann damit töten. Munition steht drauf. 9 mm. Ich nehme an, damit füttert man Pistolen. Das ist ein verdammt schönes und bestimmt auch wertvolles Stück. Viel zu gut für Phil. Ja, vor allem steht sie ihm nicht. Pizzakartons, okay. Genau wie in meinen Studentenzeiten. Phil scheint ein richtiger Nerd zu sein. Hier liegen überall Kabel und elektronische Geräte. Hey, Moment mal. Dieses Kabel hier führt von dem PC unter den Schrank. Wozu soll das denn gut sein? Da ist eine Kamera versteckt, wollen wir wetten? Phils Porno-Fernsehsessel. Den fasse ich bestimmt nicht an. Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Das ist allerdings merkwürdig. Unauffällig ist das. Phil versteckt hier etwas Wichtiges. Quatsch! Darum kann ich mich später kümmern. Zuerst der Keller. Schubladen voll mit Elektroschrott. Die Vitrine scheint Phil nie angerührt zu haben. Kein Wunder, hier stehen auch nur Bücher und... ein Glaskolben. Sowas benutzt man hauptsächlich in der Chemie. Ein klassischer Glaskolben aus dem Erbe von Dr. Heinz Leichenschänder Hörmann. So, also das macht er später. Hier ist doch die Tür. Ich habe im Keller noch etwas zu erledigen. Hier ist der Hirschkopf. Auch wenn es schick aussieht. Ich wüsste momentan nicht, wozu ich ein Hirschgeweih brauchen könnte. Okay. Haben wir noch irgendwas? Den Schrott will er nicht mitnehmen? Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Warte mal, vielleicht können wir... Nee, so. So, vielleicht können wir ja... hebeln. Das bringt mich leider nicht weiter. Okay, wir können nicht hebeln. Können wir das vielleicht machen? Nö. Schade. So ein Hirschkopf mit Abfeilen. Okay, jetzt fahren wir nochmal nach unten. Wir müssen irgendwie... Der ist erstmal ausgenockt. Aber wie können wir ihn... Ein klassischer Glaskolben aus dem Erbe von Dr. Heinz Leichenschänder Hörmann. Oh, nicht erschießen. Nein, das hat er nicht verdient.
Okay, puh, hier mit Messer. Nein, das hat er nicht verdient. Haben wir aber Glück. Aber was können wir denn jetzt hier machen? Wir müssen irgendwie... Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Ah, vielleicht hier am Tisch noch was, ne? Das Ding haben wir schon aufgemacht. Ah, hier war ein Budensen Brenner. Können wir vielleicht das Ding darauf stellen? Okay. Wir brauchen Wasser. Wenn wir denn welches kriegen würden, Morgio, Hirschkopf, Tür. Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte. Damit macht er auch nichts. Oder? Macht er doch was? Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Macht er nichts. Das ist allerdings merkwürdig. Ich wette, Phil versteckt hier etwas Wichtiges. Darum kann ich mich später kümmern. Zuerst der Keller. Was übersehe ich denn hier? Computer können wir nicht benutzen. Post-it haben wir. Geheimfach Elektroschrott. Dort. Kellertür. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ich komme ja hier nicht raus, ne? Ich bleibe ja hier an diesen beiden Screens hängen. In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder, dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Das Vorhängeschloss sieht stabil aus. Phil hat ihn wohl mit irgendwas betäubt. Tja, aber wie können wir ihn denn zurückholen? Gute Idee, aber die Flasche ist leer. Damit bekomme ich Ralph sicher nicht wach. Ja, mit Zigaretten. Mit meinen Medikamenten. Ich würde ja sagen, ich brauche Wasser. Die Frage ist, wo ist es? Ich guck mal, ob ich den... Oh, vielleicht kann ich den Rechner mit der Diskette füttern. Das geht ja vielleicht auch, oder? Hier steht, wenn du Idiot mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim Reingehen wieder ein. Na, so, Gute Idee. Ich spiele hier Computerspiele, bis Phil wieder zu sich kommt und mich dann K.O. schlägt. Nein, ich sollte mich erst um die Dinge im Keller kümmern. Ja, aber wie? Was kann ich mit dem Elektroschrott und mit dem Hirschkopf machen? Auch wenn es schick aussieht. Ich wüsste momentan nicht, wozu ich ein Hirschgeweih brauchen könnte. Wozu? Er wüsste nicht, wozu er das brauchen könnte. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. So, wir können hier nichts weiter machen. Oh, aber die hat schon geguckt, ne? Werbung für Telefonsex-Hotlines. Dieser Phil ist wirklich erbärmlich. Oh, warte mal. Ich mach den Mist aus. Der Fernseher ist aus. Darunter sind mehrere unterschiedliche Videorekorder angeschlossen. Kannst du aber nicht benutzen, ne? Der Fernseher ist aus. Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles.
Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Auch wenn es schick aussieht. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich würd jetzt hier rumprobieren. So viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer Firefox.